Hell yeah! Jetzt ist Sly dran. Ich muss etwas gegen... Du musst etwas gegen tun. Gegen Sly. Obwohl Toothpick ist eine ziemlich dämliche Ratte. Ich glaube, es ist noch nicht mal eine Ratte. Sieht aus wie so ein... Keine Ahnung, so ein Armadillo-Viech oder irgendwie sowas. Ach, wir verbringen eine weitere Wartezeit. Boah, die können die langsam mal abschaffen. Okay, Operation Goldgräber. Langsam will ich ehrlich gesagt mal aus dem Wilden Westen verschwinden. Ich hab Lust irgendwie... Weiß ich nicht, in den Weltraum? Eine ziemlich coole Sache. Und Tuch. So, jetzt komme ich hier locker rüber. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Einfach mal den Pfeil lang. Bullshit! Normalerweise hätte ich ein Leben verlieren sollen oder ein bisschen Energie an dem Kaktus. Baum, 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 baum. Goldgräber, ich muss 100% zu irgendeiner dämlichen Mine. Nicht da lang. Da lang. Yep, sag ich ja. Okay, aufgepasst, Freunde. Die Uhr tickt und wir haben keine Zeit für Spielchen. Toothpicks Goldzug fährt bereits. Und da er von unserem Van angetrieben wird, ist er praktisch unaufhaltbar. Zum Glück konnte Tennessee ihn umleiten, was uns die Chance gibt, ihn abzufangen. Murray, zuerst holst du den Van zurück. Er befindet sich am Ende des Zugs, wie eine Art Düsentriebwerk. Du musst deine unglaublichen Fäuste sprechen lassen, um ihn zu erreichen. Der Haken an der Sache ist, dass er durch spezielle magnetische Schlösser gesichert ist, die nur jemand mit deiner unglaublichen Stärke aufbrechen kann. Sobald der Van draußen ist, kannst du den Zug einholen und uns bei unseren jeweiligen Jobs abholen. Carmelita, du und ich kümmern uns um die nächsten paar Waggons. Ich brauche deine unvergleichliche Zielgenauigkeit, um mich zu decken, während wir vorrücken. Das wird nicht einfach. Im Zug sind jede Menge Wachen, die nur auf uns warten. Unser Ziel ist ein Schaltpult in der Mitte des Zuges, wo mein Hacker-Talent gefragt ist. Wie wir bereits wissen, kann Toothpick keine hohen Frequenzen ertragen, besonders kein Pfeifen. Darum werde ich die Steuerung der Dampfpfeifen der Lok manipulieren. Ich habe so eine Ahnung, dass uns das noch sehr nützlich sein wird, wenn wir ihn endlich in die Finger bekommen. Sly und Tennessee, dann seid ihr dran. Um Toothpick aufzuhalten, müssen wir alle möglichen Fluchtwege abdecken. Also, kümmert